Guten Morgen, meine Lieben. Heute ist Samstag, kurz vor 9 und es ist hier schon überall Trubel raus. Wir haben noch nicht mal gefrühstückt. Ja, Adam macht gerade den Obstsaft und Ash, was er in seinem Zimmer macht, das zeige ich euch mal. Da gehen wir mal zusammen hoch. Max ist nicht da, das war Chrissy. Ash räumt sein Zimmer auf. Er sagte, er möchte heute Frühjahrsputz machen. Guck mal, wie er da sitzt. Was? Was mache ich? Putzt du jetzt auch gut? Ich habe unten schon alles geputzt. Also Ash räumt hier sein Zimmer auf und guckt, was er nicht so gebrauchen kann. Also wird alles aussortiert. Und diese DS-Spiele willst du nicht mehr, ne? Oder wie war das? Die hier. Die brauchst du nicht. Mathe 5. Klasse würde ich aber lassen. Stell mal scharf. 5. Stell scharf. Mathe 5. Klasse würde ich aber echt lassen. Genauso wie Mathe 6. Klasse. Damit hat Max immer gerechnet. Das ist immer ganz cool eigentlich. Und ich glaube irgendwo, guck mal, Vokabeltrainer Englisch würde ich auch lassen für die Schule. So schnell wird alles aussortiert, ne? Die alle nicht? Müssen wir mal gucken, was wir damit machen, ne? Englisch würde ich lassen, wirklich. Ha? Was? Ja, ist nicht schlimm. Ist ja kaputt. Ist nicht schlimm. Hier hat er schon mal Glasreiniger. Hast du schon einen Spiegel geputzt? Auf dem Stuhl? Was? Darfst gar nicht draufsteigen. Auf den Stuhl darf man nicht. Achso. Achso, den hast du weggestellt. Okay. Hier liegt ein Lappen. Also Ash ist fleißig. Wir werden mal gucken, was wir heute hier so alles schaffen können, weil wir nämlich, wenn Max wieder da ist gleich, ein Video für TikTok aufnehmen wollen. Und gucken wir mal, dass wir nebenbei hier mal das Zimmer aufräumen. Und heute werden auch die Haare geschnitten. So. Er hört hier die Musik die ganze Zeit von The Music. Ist es, darf ich das abspielen sonst? Ja, okay, das ist immer das gleiche Lied. So, jedenfalls gehe ich schon mal runter und dann kann ich schon mal einen Tisch decken. Ich hatte nämlich heute, da es wieder mal gestürmt hat und geregnet hat, wieder das Fenster unten geputzt, weil es weht ja alles so dahin von dem ganzen Sturm. Dann habe ich vorne alles, auch so auf diese Holzterrasse quasi vor dem Haus, alles gefegt und gewischt. Und schwitzt schon, mir ist total warm. Jedenfalls gehe ich jetzt einmal runter und decke schon mal den Frühstückstisch, weil wir nämlich überhaupt gar nicht gefrühstückt haben. Die ist auch warm, ne? Ja. Jedenfalls werden wir hier heute so ein bisschen quasi Frühjahrsputz machen, mehr oder weniger. So ein bisschen sortieren, aussortieren. Weil es sammelt sich ja doch wieder irgendwelche Sachen an und die man gar nicht so braucht. So, ich gehe jetzt mal runter Tisch decken. Wir haben jetzt gefrühstückt. Juhu! Und, ja, Papa wäscht ab. Warte mal, kannst du mich nicht filmen, wenn ich gerade stehe? Ja, so. Okay. Und Max ist auch schon wieder da und genau, geht jetzt erstmal in die Dusche und dann wollen wir was aufnehmen. Und Ash putzt gerade sein Fenster oben. Das kannst du mal aufnehmen. Ich habe ja schon fertig. Während gerade ich eben die Wäsche mache. Also guck mal, und die Mutter macht nichts. Wie immer. Er hat gerade ein Fenster geputzt. Wie putzt der sein Fenster? Weil er heute angefangen hat, hier sein Zimmer aufzuräumen. Jetzt räumst du auch noch? Nee, Fenster hast du schon, ne? Schade, jetzt komme ich zu spät. Komm mal auf deine Treppe. Ich hab irgendwas dahin gelegt. Oh. Du hast schon wieder irgendwie Brawler gekauft. Er kauft sich gern bei Brawl Stars irgendwas über meinen iTunes haben. Gib mir dann das Geld in echt. Das ist irgendwie ganz witzig. Machst du das? Ich habe immerhin immer jedes Mal einen Cent mehr, weil er mir keine 29 Cent geben kann. Du bist ja lustig. Gleicher Fehler, sorry. Wahrscheinlich war das ein Fehler, oder? So, ich musste gerade eben mal ganz schnell meine Wäsche retten. Das ist jetzt 11:30. Ash und ich fahren dann mal ganz kurz nach. Heute regnet es. Es regnet hier jeden Tag. Ja, aber es sah so schön aus vorhin. Und, ist hier und dann. Nein, die ist jetzt trockener als vorher. Komm schon, sie hing eine Stunde draußen. Du kannst auch bei Regen die Wäsche raushängen und die wird trotzdem trocken. Hat gerade eben angefangen zu regnen. Ich habe also schnell abgenommen. Jetzt brauche ich gar nicht mehr so lange im Trockner. Auch schön. Jedenfalls, Max bearbeitet gerade ein Video hier unten. Warum auch unten? Was machst du hier unten? Weiß ich auch nicht. Ich bearbeite auch ein Video. Nee, ich bin hier gerade mit meiner Wäsche fertig. Ja, okay. Also mit Geschirr meine ich. Genau. So, Ash und ich fahren noch einmal ganz kurz los, weil wir noch was fürs Video brauchen. Und dann kommen wir auch schon gleich wieder. Ash und ich waren jetzt zwischendurch einkaufen, auch schon alles reingeschleppt, eingeräumt, das Video zu Ende gedreht für TipTapTube. Adam war so lieb und hat für uns Pizza schon mal gemacht, die müssen wir noch einmal belegen. Er hat schon mal den Teig, da unten. Muss nur noch einmal belegt werden. Hier schon mal der Berg Käse für die Pizza. Und dann wollen wir auch schon gleich essen.
Guten Morgen, ihr Lieben. Heute ist Sonntag. Ich hatte gestern gar nicht mehr weiter aufgenommen, weil es irgendwie alles so spät geworden ist. Und so, Max ist nicht da, der ist bei Chrissy. Der kommt nachher so im Laufe des Vormittags, glaube ich. Es ist jetzt 9:30 Uhr. Und wisst ihr, was Ash gemacht hat? Der hat Frühstück gelegt für uns alle. Ich zeige euch mal ganz kurz. Guck mal, sieht das nicht süß aus? Er hat sogar ein Rührei gemacht. Brötchen hat er aufgebacken. So, und wir wollen jetzt einmal frühstücken. Und hier ist mein großer Held. Held? Ja, du hast Frühstück. Wie hast du dir noch einen Tee gemacht? Ja, da hatte ich mich vertan. Er hat mir schon... Guten Morgen. Auch da. Guten Morgen. Na, wie habe ich den Frühstückstisch gedeckt? Habe ich das gut gemacht? Das war Ash, nicht du. Weiß ich doch. Hast du super gemacht. Ganz toll. Auf jeden Fall wollen wir jetzt einmal frühstücken. Guten Appetit. Was gibt es denn hier zu trinken? Saft für Saft alle? Auch für alle. Nein, ich esse immer, ich trinke das immer abends. Zu Mittag. Und was nee, Mittag du und abends. Saft? Nein. Wasser. Möge der Saft mit dir sein. Möge der Wasser mit dir sein. Wasser ist mit dir. Hier ist auch Wasser drin. Möge der Saft mit dir sein. Möge das Wasser mit dir sein. So, guten Appetit. Möge der Zucker mit mir sein. Oh. Zucker. Hexlash, Zucker ist Gift. Wir haben jetzt gefrühstückt und da wir gestern hier in Ashs Zimmer nicht so richtig viel weitermachen konnten, ne, mit deinem Aufräumen, Ausmisten und hast du gestern zwei Regale, glaube ich, hat er gestern alleine geschafft. Diese hier, die hat er aufgeräumt und sortiert. Und heute wollen wir einmal versuchen, hier so ein bisschen Ordnung reinzubringen, diese Lego-Abteilung hier, genauso wie halt Staub zu wischen. Das ist ein bisschen schwierig, weil dieses ganze Lego, ja, man muss jedes einzelne Stück vorsichtig anheben, ohne dass es irgendwie zerbricht. Finde ich total irgendwie blöd manchmal, aber nützt nichts, das heißt, machen wir es gleich mal daran. Hier ist eine ganze Kiste, die hatten wir mal für Max geholt, und zwar mit Star Wars Lego Sachen. Samt Anleitung, ja, müsste auch mal sortiert werden. Ash hat sich rangesetzt an die erste Schublade schon mal vom Bett, da hat er seine ganzen Zeichnungen gefunden aus dem Kindergarten noch, ne? Du? Ja. Ja. So, ich würde sagen, wir legen gleich mal los. Oh, wie süß. Ein Männchen. So, Ash sortiert schon mal so ein bisschen seine ganzen Sachen jetzt hier, mit den ganzen Zeichnungen. Wir müssen gucken. Die Zeichnung will ich auf jeden Fall, da wo ich als Baby drauf bin, will ich auf jeden Fall behalten. Zum Beispiel, guck mal, hier einmal. Ja, voll süß. Und hier haben wir Ash in klein. So wir, alt? Ja. Ist schon 10 Jahre alt. Das Ding hier ist 10 Jahre alt. Du wirst 10? Nee, da, ja gut, du bist ein halbes Jahr. Also gut, dieses Jahr bist du 10. So, während Ash so ein bisschen schon mal anfängt, da zu sortieren, diese ganzen Kästen im Bett, werde ich mal unser Schlafzimmer hier staubsaugen. Ich hatte nämlich schon die Lammfelle ausgeklopft draußen. Habe ich schon mal da hingelegt. Und hier wird es noch einmal, ja, gesaugt und staubgewischt. Boah, ich schlechte Laune. Wieso? Oh, wie süß, sag mal. Oh, Ash als Aspirat. Ich konnte die wirklich schlechte. Die Nutte habe ich sogar noch. Nein, weißt du was? Ich weiß, es war. Du mochtest kein Fasching früher. Das war dir alles zu laut, weil die immer so geschrien haben. Das Schlafzimmer ist fertig. Ash sitzt immer noch hier und sortiert seine ganzen Zeichnungen. Also, wir haben hier so ein paar, ne, Ash? Alles verteilt. Ja. Und gleich gehen wir mal kurz hier mal ran und gucken, was wir da irgendwie aussortieren können. Wohl süß, oder? Hier haben wir ein wunderhübsches Bild. Ash, da habt ihr jetzt aber gestempelt irgendwie, ne? Kann das sein? Ich glaube, ja. Oder? Hm? Ich meine ja, das sind so Getreidehalme, würde ich sagen, oder? Ja. Sieht hübsch aus. Hier habe ich von Ash was gefunden aus dem Kindergarten. Das heißt, das mag ich und das mag ich nicht. Guck mal, du mochtest schon immer Brezel, Müsli, Karotten und Wurst. Das geht so, Kirsche, was ist das? Kann ich gar nicht entziffern. Reis, glaube ich. Ach so, Reis, Kartoffeln, was ist das? Gott, Pilz, was ist das? Kann ich nicht entziffern. Weiß ich auch nicht. Und das? Kekse. Glaub, ja. Das geht so, normalerweise müssen die darüber. Und das mag ich gar nicht. Radieschen. Radieschen, Fisch, ja, Rübe, Kohl, würde ich sagen, Käse, Tomaten. Quark. Eigentlich müsste der Käse jetzt wieder hier hin. Nee, Käse müsste hier hin. Ja, mittlerweile isst du Käse wieder, ne? Und aber scharf. Jetzt. Mittlerweile mag ich Käse wieder. Ja, ne? Hier haben wir nochmal von Max was gefunden. Das ist irgendwie bei Ash gelandet. So eine Blume zum Muttertag hat er mir gebastelt. Und hier machst du da.
Kunstaugen. Also wir haben hier ordentlich was aussortiert, was Ash jetzt nicht mehr so richtig haben wollte. Wir haben einiges jetzt hier gelassen. Und jetzt geht's an die Schubladen. Oh, du siehst aber grausig aus. Sag mal. Kannst du ein Video nachher angucken. Sag mal. Sieht lustig aus. Sag mal. Heftig. So, hier haben wir jetzt noch mal eine Kiste, die muss auch unbedingt sortiert werden. Das sagen wir uns immer wieder. Es ist alles durcheinander hier. Teilweise Sachen, die man irgendwie gar nicht so richtig braucht. Auf jeden Fall geht's los, ne Ash? Hier haben wir zum Beispiel ganz viel, hat Max früher mal gesammelt, von Pokémon. Diese ganzen Viecher, was wir jetzt hier haben. Ich weiß gar nicht, willst du die behalten? Ich bin noch für Minecraft. Oh! So, komm, sortieren. Ash, bitte. Komm jetzt. Wir gucken uns jetzt mal an, was wir jetzt hier alles behalten. Hier ist zum Beispiel mal von Wii U, ne? Diese Teile jetzt hier. Ja, ich glaube, die behalte ich. Aber neulich wurde es gesagt, dass Skylanders ein Abzocke ist. Das was? Dass diese Skylander-Dinge Abzocke sind. Ach weil so. Weil es einfach nur ein Stück Plastik ist, was die verkaufen. Für ganz viel Geld und damit kann man dann kämpfen. Gut, aber ja, die... dieses, so ein Teil, kostet irgendwas um 20 Euro. Weiß ich gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Also wir haben ja ein paar davon, ne? Einige waren auch sowieso runtergeschnitzt. Ich stelle meinem Dings war. Ja, okay, behalt den erstmal. Die Wii U hattest du ja schon irgendwie aussortiert. Die liegt da hinten hinter dem Emoji. Ich glaube, die verkaufe ich. Willst du die verkaufen lieber? Die Dinge kriege ich mit. Ja, okay. Na gut, wir schauen mal. Glaube ich, die Wii U behalte ich noch. Also, los geht's an die Arbeit. Also, das behalte ich. Alles, was du behalten möchtest, packst du da rein. Und wir gucken einfach mal, was wir jetzt hier mit diesem ganzen Krempel machen. Dass wir das auch mal sortieren, weil da hinten sind auch irgendwo Autos, ne? Oder sind die unten? Nee, Hot Wheels ist alles unten schon. Also die Skylander-Dinger behalte ich, aber ich kaufe mir davon keine neuen. Nee, ist doch gut so. Hier haben wir schon mal die Pokémon-Figuren sortiert. Die sind jetzt alle hier drin. Diese Kästen sind uralt. Die hatte Max ja noch gesammelt. So, die behalten wir jetzt erstmal. Und die Fidget Spinner habe ich jetzt einfach hier in zwei Säckchen reingetan. Und das passt alles. So, hier haben wir schon mal die leere Schublade und er sortiert ein bisschen noch was, ne? Nein, sortiere das. Ich gucke jetzt mal, weil ich die ganzen Skylanders fast, glaube ich, noch nie ausprobiert. Aha. Das ist echt... Also, wir räumen eigentlich ja das Zimmer auf. Das dauert nicht lange. Ich muss nur kurz jeden einmal gucken. Okay. Dann machen wir hier ein bisschen weiter mit diesen ganzen Sachen. Also, hier haben wir schon mal die Kiste voll mit Stickies und Co. Und hier haben wir noch eine Kiste gefunden. Oh. Guckt mal. Mit ganzen kleinen Pokémon-Figürchen, die man damals sammeln konnte in diesen Eiern. Hier haben wir Squishy reingepackt, ganz viele. Und die Nerf-Pfeile haben wir auch ganz viel hier in der Tüte. Hier haben wir die zweite Schublade. Ich habe schon angefangen, so die erste so ein bisschen einzusortieren. Wir haben hier diese ganzen Hefte von diesen ganzen Lego, Ninjago und auch Minecraft. Hier haben wir diesen Lego-Zug, den werde ich jetzt einfach mal von hier... die Schienen ordentlich hier reinlegen und dann kommen die eben in diese Schublade jetzt hin. Dann haben wir eine schon mal hier frei. Na, Ash? Ja. Und Ash probiert dann mal ganz kurz seine Skylanders aus. So, diese Schublade ist schon mal fertig. Der Zug ist hier drin, alles andere auch. So, und die ist jetzt leer. Das heißt, da kommt jetzt mal was anderes rein. So, wir haben jetzt ein bisschen weiter aufgeräumt und einiges schon aussortiert. Und wir haben beschlossen, dass das dann wieder an die Tafel geht. Na, Ash? Ja. Ja. Und zwar werden wir hier einmal diese Dinos zum Beispiel von Playmo. Die gehören noch Max. Dann habe ich hier so Wachsmalstifte, zwei ganze Packungen, die brauchen wir gar nicht, oder Ash? Ja. Guck mal, damit wird eigentlich auch gar nicht richtig gemalt. Und dieses Viech geht rüber. Oh. Dann haben wir hier noch einmal ein Dino. Und noch ein Dino. Und da drüben liegen so ein paar Primo-Autos und ein Schiff. Das müssen wir noch einmal einpacken jetzt. Mit dem Zimmer sind wir jetzt hier fertig, ordentlich gewerkelt hier, ordentlich hier einen Teppich geschoben und unterm Teppich gesaugt und fragt mich nicht, was wir alles gemacht haben. Die Krise haben wir gekriegt hier bei dem Lego. Das ist richtig blöd, alles eingestaubt gewesen. Alles entstaubt, die Regale genau das gleiche, nur ein bisschen hier was umgekehrt. Nun ist auch der Akku leer gegangen. So, also wir haben das ganze Zimmer hier echt auf den Kopf gestellt, überall gewischt, aufgeräumt. So sieht Ash Schreibtisch aus. Wir haben alles ordentlich entsorgt, also so, die Seite und die andere Seite genau das gleiche. Da haben wir so ein bisschen, ja, ein paar Filzstifte. Ein bisschen buntes Papier. Was hat er noch alles? Also,
Einmal Ladekabel hierfür. Für sein Piano oder Stromkabel. Ja, alles andere, wie gesagt, hat er selber aufgeräumt, auch gewischt, Staub gewischt. Und so sieht es denn jetzt aus. Ich würde mal sagen, das war's jetzt mit diesem Video. Und es gibt gleich nur noch einmal Abendbrot, dann geht es auch schon bald Richtung Bett, denn morgen ist wieder Schule. Ich würde sagen, das war's dann von mir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!